Okay, we are ready to go and we only have incurred a small delay of 7 minutes. So with a big round of applause, I'd like to introduce our next speaker, who will debunk some myths about removing CO2 from the atmosphere, who will explain to all of us which ideas are viable and which are less viable. And I believe that is the first time that we'll have a marine geologist on stage. So please give a warm round of applause for Maria Elena Vorrath. Vielen herzlichen Dank. Die Präsentation wird jetzt etwas anders aussehen als geplant, aber ihr solltet den Inhalt trotzdem mitbekommen. Wir Menschen fliegen zum Mond, wir heilen Krebs und wir machen Fotos von schwarzen Löchern. Und gleichzeitig halten wir an Dingen fest, die völlig, ja, völlig widersinnig sind, die faktisch schon längst belegt sind. Und ich habe dieses Foto vom Juni diesen Jahres genommen, um zu zeigen, dass wir immer noch zwei fundamentalen Irrglauben hinterherhängen, zumindest die meisten von uns. Erstens, wir Menschen glauben, wir seien der Natur technologisch überlegen. Und zweitens, viele von uns glauben, dass Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakrise unsere individuelle Freiheit mehr einschränken werden, als wenn wir es nicht tun würden. Und dieses Bild zeigt ganz klar, dass die Menschen an diesem Tag, die nicht aus dem Haus gehen konnten, ihre individuelle Freiheit ganz anders wahrgenommen haben und dass wir ohne Luft und Trinkwasser und Nahrung auf der Erde nicht existieren können. Die Erde gibt uns vor, ob wir existieren oder nicht. In Hacking the Climate geht es heute um Climate Engineering und um die Frage, ob das uns aus der Klimakrise raushelfen kann. Und bevor ich anfange, ich habe völlig vergessen, dass ich morgen noch einen Science Slam halte hier. Deswegen gibt es die versprochenen Memes, Sex und Chemie morgen und nicht heute. Also ihr wisst, ihr habt jetzt etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Und das Ganze mache ich, weil, ich über das Meereis der Antarktis promoviert habe und festgestellt habe, Mensch, da ist ja gar kein Meereis mehr. Und wenn wir die Natur erforschen, dann forschen wir gar nicht mehr an der Natur selbst, sondern nur noch an der Zerstörung und dokumentieren sie. Und weil heulen hilft nicht, mein Motto ist, habe ich angefangen, Climate Engineering zu machen. Worum geht es eigentlich? Was bisher geschah, wir haben in den letzten 150 Jahren den CO2-Gehalt der Atmosphäre um 50% gesteigert, Methan sogar um 150%. Das führt zu einer globalen Erwärmung von durchschnittlich 1,2 Grad momentan. Dank El Niño sind wir dieses Jahr bei 1,4, 1,5. Das hat zur Folge, dass Luft- und Wassertemperatur steigen, der Meeresspiegel steigt, die Eismassen schwinden, Dürren und Starkregenereignisse treten bereits zweimal häufiger auf und Hitzewellen 3 bis 9 Mal. Climate Engineering ist kein anderer Begriff als Geoengineering. Wir haben das einfach umgeframed. Warum? Weil Hollywood uns da die Tour versaut hat. Es gibt viele Hollywood-Filme, die ein völlig falsches Bild erzeugen, um was es hier eigentlich geht. Laut Wikipedia ist das die vorsätzliche und großräumige Eingriffe mit technischen Mitteln in geochemische und biogeochemische Kreisläufe der Erde. Und ich wollte eigentlich geochemisch markieren jetzt hier. Also geochemisch ist alles, was Gesteine, Wasser, Luft und auch Eis umfasst, und zwar deren chemische Zusammensetzung und der Austausch der chemischen Stoffe zwischen einander. Und biogeochemisch, das ist jetzt auch verrutscht, ist der Austausch mit der lebenden Welt, das heißt Pflanzen, Tiere, Pilze und so weiter. Und wie zum Beispiel CO2 durch Photosynthese gebunden wird oder wenn ein Gestein verwittert und Phosphor freisetzt, dann nehmen das die Pflanzen eben auch auf und können dadurch schneller wachsen. Wenn euch interessiert, wie die Geschichte der Klimawissenschaften begonnen hat, dann kommt morgen zum Science Slam. Es gibt zwei fundamentale Unterschiede beim Climate Engineering. Das erste ist das Solar Radiation Management. Das beeinflusst die Strahlungsbilanz der Erde. Das bekämpft die Symptome der Klimakrise. Das heißt, es kühlt lokal ab. Das beeinflusst natürlich auch Wind- und Niederschlagsmuster, ist deswegen sehr, sehr kritisch gesehen. Und man kann das betreiben,
ups, da, also dieses Gelbe hier wäre das. Man kann das betreiben, indem man Aerosole in die Luft verteilt, indem man Wolken produziert oder auch ganz, ganz simpel, indem man die Farbe einer Oberfläche verändert. Wenn man alle Dächer weiß macht in einer Stadt, hat das einen kühlenden Effekt im Sommer. Und alle, die sich jetzt darauf gefreut haben, genau darum geht es heute nicht. Es geht um Carbon Dioxide Removal, die sogenannte CO2-Entnahme aus der Atmosphäre. Wir nennen das auch negative Emissionen, weil das, was wir zuvor emittiert haben, wir jetzt wieder zurückholen. Und damit bekämpft man direkt die Ursache der Klimakrise. Denn für die Erwärmung ist hauptsächlich das CO2 verantwortlich. Das Blaue hier, das Rote ist Methan, doch da Methan sich in der Atmosphäre relativ schnell verflüchtigt und oxidiert zu CO2, macht es schon Sinn, sich das CO2 vorzunehmen. Vor allen Dingen auch, weil der CO2-Kreislauf viel besser verstanden ist als die Quellen und Senken von Methan. Das heißt, nimmt man CO2 aus der Atmosphäre, bekämpft man damit die Hauptursache der Klimakrise. Warum brauchen wir eigentlich netto? Warum brauchen wir negative Emissionen? Wir stellen uns häufig vor, dass Netto Null einfach so aussieht. Ne? Wir wachen eines Tages auf, sind sehr klug, fangen an, unsere Emissionen zu reduzieren, und zwar schneller, als wir sie gesteigert haben in der Vergangenheit, und dann sind wir irgendwann bei Null. So funktioniert das leider nicht. Denn wir haben immer Emissionen, die wir nicht vermeiden können. Das heißt, aus der Landwirtschaft, aus der chemischen Industrie, aus dem Abfallmanagement, aus der Zementproduktion. Das heißt, wir werden auch am Ende des Jahrhunderts Residualemissionen haben, die irgendwie ausgeglichen werden müssen, um auf Netto Null zu kommen. Es gibt noch andere Kohlenstoffspeicher dieser Welt, die wir durch die Klimakrise so instabil machen, dass sie auch als Residualemissionen mitgedacht werden müssen. Die sehen dann so aus. Das heißt, wir sind also darauf angewiesen, einen Mechanismus zu haben, um negative Emissionen zu erzeugen. Und das Problem an dieser Netto-Null-Strategie ist, dieser braune Bereich, das ist CO2, was wir bis zu diesem Zeitpunkt zu Netto-Null noch der Atmosphäre hinzufügen werden. Das heißt, die Klimakrise wird noch weiter eskalieren. Viel klüger ist eine Netto-Negativ-Strategie. Das heißt, wir erreichen Netto-Null viel früher, und zwar, wenn man jetzt diese Grafik zugrunde legt, 2060, und fangen dann an, mehr CO2 aus der Luft zu entfernen als auszustoßen. Das bedeutet, der Anstieg der CO2-Konzentration stagniert und fängt dann an zu sinken. Und das ist der Moment, wo auch die globale Erwärmung wieder rückwärts läuft. Das ist der Moment, wo die Erde sich wieder anfängt abzukühlen. Das heißt, mit dieser Strategie besteht die Chance, dass unsere Enkel oder Urenkel einen kühleren Planeten haben als wir heute. Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen CDR und CCS. CCS war momentan viel in den Medien, weil auch Robert Habeck jetzt sein CO2 nach Norwegen schickt, beziehungsweise unser CO2, und dort verpressen lässt. CCS ist Carbon Capture and Storage. Da wird also CO2 am Schornstein direkt abgefangen und aufkonzentriert und gespeichert. Das verhindert, dass neues CO2 in die Atmosphäre austritt. Und das dient zur Dekarbonisierung der Industrie. Man könnte das zum Beispiel an ein Kohlekraftwerk anschließen, das wäre sehr dumm, aber man kann das machen. Und wenn man die Industrie dekarbonisiert, dann verlangsamt man damit die Erderwärmung, weil man ja die Emissionen reduziert. Also diesen braunen Teil macht man dann. CDR wiederum heißt, wir holen das CO2, was schon in der Luft ist, raus, senken dadurch den CO2-Gehalt der Atmosphäre und sorgen aktiv für eine Abkühlung der Erde. Weil das natürlich viel zu einfach ist, gibt es noch ein Hybrid. Wenn wir zum Beispiel ein Photosyntheseprodukt, ein Elefantengras zum Beispiel, zu Biogas fermentieren und das dann zur Energieerzeugung nutzen und am Schornstein CCS betreiben, dann hat man CDR und CCS zusammen in einem Prozess. Das nennt sich zum Beispiel Bioenergy und Carbon Capture and Storage. Was CDR auch nicht ist und was man auch ganz klar unterscheiden muss, ist, es ist nicht CO2-Kompensation. Das bisherige Konzept der CO2-Kompensation ist, ich emittiere fröhlich und ich werfe Geld zu jemand anderem, damit er dieselbe Menge CO2 nicht emittiert. Unterm Strich habe ich dann der Atmosphäre eine Tonne CO2 hinzugefügt, statt vormals zwei, und ich trage weiterhin zur Erwärmung der Atmosphäre bei, denn der CO2-Gewert, der steigt ja immer weiter.
Und spätestens seit diesem Jahr wissen wir, dass die meisten CO2-Zertifikate auf betrügerischen Aktivitäten und falschen Rechnungen basieren. Das heißt, ich habe ein gutes Gewissen, ich habe weniger Geld auf dem Konto und eventuell habe ich doch mehr CO2 ausgestoßen, als ich das eigentlich tun wollte. Bei der CO2-Entnahme ist es so, natürlich zahle ich auch jemand anderem Geld dafür, aber diesmal nicht für das Verhindern von Emissionen, sondern für das Rückholen von CO2. Das heißt, unterm Strich hätte ich dann eine Nullbilanz. Was ich getan habe, beeinflusst das Klima nicht. Ich bin also emissionsneutral und das würde zur Erderwärmung oder das würde die Erderwärmung zum Stagnieren bringen. Natürlich vorausgesetzt, dass das eben auch alles sauber funktioniert. Das ist klar. Und der Königsweg, den haben wir gerade eben schon gesehen. Ich emittiere mal nichts, hole zusätzlich CO2 aus der Atmosphäre, habe eine Negativbilanz, kühle die Atmosphäre ab und dann sind wir wieder bei diesem Konzept. Wunderbar. Wie können wir eigentlich Kohlenstoff oder CO2 aus der Luft holen? Bei diesem Verfahren, oder es gibt drei Methoden und da steht es 2:1 für die Natur. Das erste ist ein Dauerbrenner, den kennt ihr alle aus der Schule, das ist die Photosynthese. Ganz einfach. Ihr habt CO2, Wasser und Sonnenenergie und rauskommen Sauerstoff und etwas, das nenne ich jetzt mal Kuchen. Und sehr wichtig im Hinterkopf zu behalten ist, wenn ich Kuchen esse und einatme, dann bekomme ich daraus ganz viel Energie für die Muskeln. Ich atme aber auch das CO2 wieder aus und mein Körper produziert das Wasser, was vorher verwendet wurde. Das heißt, die Photosynthese ist ein Kreislauf. Was die Pflanzen aus der Luft nehmen, das scheiden wir als Menschen, die Pflanzen essen, auch ebenso wieder aus. Das heißt, es ist ein großer Kreislauf. Photosynthese kennen wir vor allen Dingen von Landvegetation, aber auch von Plankton. Und vieles davon versteckt sich aber auch als Bodenkohlenstoff oder in unseren fossilen Energieträgern. Das zweite ist relativ unbekannt und das ist aber mein Forschungsschwerpunkt, die geochemische CO2-Entnahme, die Gesteinsverwitterung. Und das Coole ist, das hat stattgefunden, noch bevor es Leben auf der Erde gab. Seit mehr als 4 Milliarden Jahren findet das statt. Oh, sieht leider überhaupt nicht schön aus. Naja, wenn CO2 und Wasser sich vermischen, dann bildet sich eine leichte Säure, die Kohlensäure. Und das greift Gesteine an. Hier zum Beispiel das Mineral Forsterit. Das zerfällt. Ja, okay, ich mache mal alles auf. So, das zerfällt zu freiem Magnesiumatom. Wie heißt das noch? Kieselsäure hier. Und Bicarbonat. Und Bicarbonat ist nichts anderes als Hydrogencarbonat. Wenn ihr also auf eure Flaschen schaut und auf die chemische Analyse schaut, Hydrogencarbonat ist dasselbe Molekül HCO3-. Das heißt, es ist gelöster, stabiler Wasserstoff, Kohlenstoff, Entschuldigung, im Wasser. Es ist also nicht toxisch. Es gibt nämlich Menschen, die glauben, das wäre gefährlich. Im nächsten Schritt kann das dann auch wieder mineralisieren zu einem Magnesiumcarbonat oder einem Calciumcarbonat. Das ist einfach dann Kalk. Und damit ist der Kohlenstoff für viele Millionen Jahre raus aus der Luft und auch raus aus vielen anderen Kreisläufen. Ja, das ist auch eine wunderschöne Grafik, die sie jetzt verkackt hat. Und falls ihr euch denkt, ihr habt keinen Spaß an Chemie, kommt mal morgen zum Science Slam. So, genau. Da gibt es dann auch Sex, ne? Also Sex und Chemie. Die dritte Methode, das haben wir in der Tat wir Menschen erfunden, das ist die Elektrochemie, bekannt als Direct Air Capture und ganz neu ist auch Direct Ocean Capture. Wir können Moleküle voneinander trennen, Gasmoleküle. Und mit der Luft, ja, komm schon, jetzt passiert gar nichts. Also wir können zum einen sehr viel Luft filtern. Zum Beispiel CO2 an Aminosäuren andocken lassen und das dann die Aminosäuren dann wieder regenerieren und das immer wieder tun. Das heißt, es muss sehr viel Luft filtriert werden. Dann ist das CO2 aufkonzentriert und wird per CCS irgendwo gespeichert. In Island, da steht die Anlage, die steht auf Basaltgestein. Und das Tolle ist, im Basaltgestein findet eben auch CO2-Mineralisierung statt. Das heißt, CO2 und Wasser werden zusammengemischt, in das Gestein gepumpt und das CO2 wird zum Teil der Erdkruste in diesem Fall. Also sicherer geht es eigentlich gar nicht.
Im Ozean gibt es eine tolle Methode. Man senkt elektrochemisch den pH-Wert des Meerwassers, dadurch gast CO2 aus. Ich kann das CO2 natürlich einfangen. Über Elektrochemie stabilisiere ich den pH-Wert wieder auf das echte Meerwasser, und das Meerwasser kann ich dann, also dieses behandelte Wasser, kann ich ins Meer entlassen. Und das ist dann untersättigt an CO2 und fängt an, sich mit der Atmosphäre zu äquilibrieren und nimmt dadurch eben wieder CO2 auf. So, okay, und jetzt hacken wir, oder zeige ich euch, wie wir den Kohlenstoffkreislauf hacken. Da gucken wir uns erstmal an, was ist das eigentlich? Links fangen wir an, wir haben sehr, sehr viel Kohlenstoff gespeichert in den fossilen Rohstoffen. Dann gibt es die Landvegetation, aber vor allen Dingen auch im Permafrost und in Böden sind so große Mengen Kohlenstoff gespeichert. Allein in Böden ist viermal so viel Kohlenstoff enthalten wie in der Vegetation, in der gesamten Landvegetation. Wir haben immer häufig die Assoziation, dass Bäume sehr viel fürs Klima tun, aber die wahren Champions sind eigentlich die Böden an Land und der Permafrostboden. Hier Seen und Flüsse und Küsten sind relativ kleine Kohlenstoffpools. Dann gibt es organischen Kohlenstoff im Meer, sowohl gelöst im Wasser als auch in Sedimenten eingebettet. Es gibt die Atmosphäre. Zu Beginn der Industrialisierung hatten wir etwa 600 Gigatonnen Kohlenstoff in der Luft. Jetzt sind wir bei fast 900. Das heißt, wir müssen so um und bei 300 aus der Luft holen, um die Industrialisierung wieder rückgängig zu machen. Und jetzt kommt der absolute Champion, Dissolved Inorganic Carbon. Das ist das Bicarbonat, was in eurem Mineralwasser ist. Und das Meer kann besonders viel davon aufnehmen, sieht man ja. Und wenn ihr euch vorstellt, dass wir jetzt diesen Pool um 1% wachsen lassen, dann haben wir 370 Gigatonnen Kohlenstoff aus der Luft geholt. Das ist mehr, als wir durch die Industrialisierung überhaupt freigesetzt haben. Das heißt, das Potenzial ist riesig. Es ist aber ein Kreislauf. Das heißt, wir haben jetzt erstmal auf die Reservoirs geguckt. Der Kreislauf funktioniert so. Wir haben natürlich den Ausstoß von fossilen Kohlenstoffen. Wir haben Emissionen durch Land Use Change, das heißt durch die Bearbeitung von landwirtschaftlichen Flächen, Abbrennen von Wäldern und so weiter. Und entfernt aus der Atmosphäre wird das einmal durch den Ozean und durch die Aufnahme an Land. Aber die Hälfte bleibt eben als 5,2 Gigatonnen Kohlenstoff jedes Jahr in der Atmosphäre und sorgt dafür, dass es immer wärmer wird. Es gibt übrigens auch eine kleine Industrie des Climate Engineering, jetzt schon, und das holt jährlich 0,00003 Gigatonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Im Jahr 2022 waren das 2 Millionen Tonnen CO2. Das ist so viel, wie wir in 21 Minuten ausstoßen. Also nur mal so als Größenvergleich. Um das jetzt zu hacken, können wir verschiedene Sachen machen. Wir können natürlich die Emissionen niedriger machen. Wir können dafür sorgen, dass die Erde mehr aufnimmt. Und was wir vor allem machen können, ist Kreisläufe anzugreifen. Denn allein an Land werden 130 Gigatonnen Kohlenstoff jedes Jahr einfach nur im Kreis umgewälzt. Und im Meer sind es 80 Gigatonnen. Und wenn man da ein kleines Leck erzeugt und dafür sorgt, dass etwas mehr reinfließt ins Erdsystem als raus, dann haben wir schon negative Emissionen und können den CO2-Gehalt der Atmosphäre dadurch senken. Und jetzt gibt es verschiedene Verfahren, Methoden, Technologien, wie man sowas anstellen kann. Das erste wäre, wir speichern Kohlenstoff in der Vegetation. Und das ist der Klassiker, wir pflanzen Bäume, wir vernässen Moore wieder, weil trockengelegte Moore Emittenten sind. Vernässte Moore hören auf zu emittieren und über einen langen Zeitraum hinweg, wenn die Moore wieder anfangen zu wachsen, dann werden sie auch ebenfalls zu Kohlenstoff senken. Was steht da noch? Improved Forest Management, also einfach dafür sorgen, dass es Wäldern so gut geht, dass sie mehr an Biomasse zulegen. Der nächste Pool, der größere Pool, das ist Kohlenstoff im Boden zu speichern. Wir können aktiv dafür sorgen, dass Boden oder organischer Kohlenstoff im Boden angereichert wird durch bestimmte landwirtschaftliche Praktiken, zum Beispiel nicht mehr pflügen. Das ist, je nachdem, wen man fragt in der Wissenschaft, sind die einen totale Fans davon und die anderen sehen das sehr kritisch. Man kann aber auch Pflanzenkohle in den Boden einbringen, dazu sage ich später mehr.
Und es gibt diese geile Idee, einfach abgestorbene Biomasse zu vergraben. Typisch Mensch. Es gibt, und hier sind wir wieder beim Hybriden, CDR, CCS, es gibt verschiedene Arten, Kohlenstoff in Form von Öl oder Gas abzuscheiden und dann eben zu speichern, zum einen in der Geologie. In der Geologie zu speichern heißt, wir pumpen es in Basalt, wo es mineralisiert, oder in Sandsteine, wo es eben in kleinen Poren gefangen ist. Und man muss dazu wissen, dass die Erdkruste und den Erdmantel 99% des Kohlenstoffs auf der Erde halten. Das andere, was wir hier an der Oberfläche sehen, das sind nur 1% des Gesamtkohlenstoffs. Das heißt, in der Erdkruste ist eine Menge Platz, um dann noch ein bisschen zusätzlichen Kohlenstoff zu speichern. Man kann es auch in langlebigen Produkten speichern. Es ist natürlich super dumm, es in E-Fuels zu speichern zum Beispiel. Also Richtung FDP geht das jetzt natürlich. Und weil E-Fuels werden wieder verbrannt und dann ist das wieder zurück im Kreislauf, kostet auch viel Energie, die herzustellen. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Also es gibt die Möglichkeit, es als organischen Kohlenstoff im Meer speichern, eben auch wieder dadurch, dass man einfach Biomasse im Meer versenkt, oder das Meer so düngt, dass Planktonblüten auf den Meeresboden absinken. Das nächste, Blue Carbon Management, also wir schützen Küstengebiete, Mangroven und so weiter, dass sie an Biomasse zulegen. Auch das ist ein sehr kleiner Pool. Und jetzt kommt der Spitzenreiter. Wir verwittern Gestein entweder an Land oder im Ozean und sorgen dafür, dass dieser riesige Pool hier einfach ein bisschen Kohlenstoff wegschluckt. Der IPCC-Report hat ein paar Zahlen veröffentlicht, was da so das Potenzial ist. Das sind jetzt Gigatonnen reiner Kohlenstoff. Und auch hier sehen wir, dass das jährliche Potenzial, um Kohlenstoff aus der Luft zu holen, sofern diese Technologien denn global angewendet werden, sehr unterschiedlich ausfallen können. Die Zahlen gehen auch sehr stark auseinander, weil wir einfach noch nicht wissen, wie gut es funktioniert. Und auch hier ist Ocean Alkalinity Enhancement, also diese Erhöhung der Säurepufferkapazität vom Ozean, der mit Abstand größte Pool mit 27 Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr. Ihr erinnert euch an diese Grafik, die so runtergeht. Also wenn wir es schaffen, 10 Gigatonnen CO2, was äquivalent zu etwa 3 Gigatonnen Kohlenstoff ist, wenn wir schaffen, das jedes Jahr aus der Luft zu ziehen, dann können wir zusammen mit der Emissionsreduktion eine netto-negative Welt erschaffen. Und 3 Gigatonnen pro Jahr, das müsste man eigentlich, wenn man alles anwendet, zusammenkriegen. So, jetzt muss ich mich beeilen, aber ich wollte euch kurz erzählen, was ich aktuell forsche. Ich forsche hier an der Uni Hamburg. Und wir haben uns das nicht zu einfach gemacht. Wir haben einfach gesagt, wir kombinieren Gesteinsverwitterung mit Photosynthese. Das erste ist die beschleunigte Verwitterung. Gesteinsverwitterung ist extrem langsam. Und damit das schneller abläuft, weil wir Menschen haben keine Zeit, wir können nicht 3000 Jahre warten, wir brauchen jetzt eine Lösung der Klimakrise. Gestein verwittert schneller, wenn man es aufbricht, wenn man dadurch die Oberfläche des Gesteins erhöht. Das sieht dann so aus. Die Gesteinsverwitterung läuft auch schneller ab, wenn wir ein warmes Milieu haben und wenn es feucht und sauer ist. Und deswegen tun wir Gesteinsmehl in tropische Böden. Boom. Und das richtig Geile ist, ihr könnt in den Baumarkt gehen und dort Urgesteinsmehl kaufen, denn das ist gut für die Pflanzen, das tut ihr einfach in den Boden und es sorgt dafür, dass eure Pflanzen optimal mit Nährstoffen versorgt sind. Das heißt, beschleunigte Verwitterung ist gleichzeitig ein natürlicher Pflanzendünger und macht die Sache dadurch so sexy. Und Pflanzen sorgen dafür, dass CO2 im Boden angereichert wird, das heißt, wir haben auch sehr viel CO2, was dann dort mit dem Gestein reagieren kann und als Bicarbonat dann später über Flüsse ins Meer geleitet wird. Das zweite ist, wir mischen es mit pyrogenem Kohlenstoff. Das ist bekannt als Pflanzenkohle oder Biochar. Biochar oder Pflanzenkohle wird hergestellt, indem man Holzreste ohne Sauerstoff erwärmt. Das sind dann Temperaturen zwischen 300 und 1000 Grad. Und dabei entsteht eine Verkohlung. Neben der Pflanzenkohle entstehen noch Öle und Gase, die kann man wiederum zur Energiegewinnung nutzen. Und unterm Strich ist die Energiebilanz positiv. Das heißt, wir haben auch noch eine zusätzliche Energieerzeugung. Wir haben verschiedene Nebenprodukte. Und die Pflanzenkohle wird traditionell in den Tropen genutzt, um Böden
fruchtbar zu machen. Die haben eine sehr große Oberfläche, die sich aufladen kann mit Wasser und Nährstoffen. Das, in traditionellen Kontexten muss dann die ganze Familie drauf pinkeln und dann wird ein bisschen Kompost gemischt und ein bisschen Kuhscheiße dazu und dann wird das in den Boden getan. Und so können die Menschen dort überhaupt Landwirtschaft betreiben. Das heißt, wir bedienen uns einer alten landwirtschaftlichen Tradition. Und wir untersuchen das in solchen CO2-Boxen, um den erhöhten CO2-Gehalt des Bodens zu simulieren. Wir haben da so ganz viele Säulen mit verschiedenen Mischungen drin und wir haben unfassbar viele Synergieeffekte. Das sind alles Arbeitshypothesen, die wir erwarten durch die Kombination von vom Gesteinsmehl und der Pflanzenkohle. Aus Zeitgründen gehe ich darauf jetzt nicht ein, aber wir erwarten insgesamt eine höhere CO2-Entnahme dadurch, dass wir einen gesunden, dürreresistenten Boden schaffen mit einem erhöhten Pflanzenwachstum und einer erhöhten Resistenz von Pflanzen. Was fangen wir denn eigentlich überhaupt damit an? Als ich mich entschieden habe, Climate Engineering zu machen, wurde ich auf Konferenzen dafür angegriffen, dass ich denn was mir denn einfiele, ins Klimasystem einzugreifen. Wir müssen das ja erstmal untersuchen und erstmal verstehen und erforschen. Meine Antwort war, was willst du denn bitte erforschen? Wenn ich mit dem Schiff unterwegs bin, dann sehe ich eigentlich nur noch schmelzende Eisberge und Mikroplastik überall. Und das hat mit der Welt, wie wir uns sie vorstellen, eigentlich weniger zu tun. Und wir haben auch keine andere Wahl. Denn ob wir jetzt an negativen Emissionen forschen oder nicht, irgendwer wird es schon einsetzen. Und wenn irgendwer das macht, dann ist es meistens die fossile Industrie. Und die scheißen auf Regeln und die scheißen vor allen Dingen auch auf Menschenrechte. Und meine Kollegen und ich, die wir daran arbeiten, wir tun das eigentlich eher deswegen, weil wir wissen, dass man es früher oder später anwenden muss und wir der Meinung sind, dass es lieber mit unabhängigen Forschungsgeldern erforscht werden muss und wir vor allen Dingen Risiken abstecken müssen, in welchen Fällen man es auf keinen Fall anwenden sollte. Also es sieht so aus, als könnten wir die Klimakrise damit lösen, weil wir können ja einfach das CO2 aus der Luft ziehen. Und wir haben in der Tat das Potenzial, mehrere Gigatonnen CO2 nach 2050 aus der Atmosphäre zu holen. Warum nach 2050? Weil diese ganzen Technologien in den Kinderschuhen stecken. Was wir im Labor beobachten, das funktioniert plötzlich nicht mehr, wenn wir das Gesteinsmehl und die Kohle draußen auf den Acker werfen, weil wir plötzlich mit unseren Sensoren das Signal gar nicht mehr wiederfinden und gar nicht sicher sind, wie viel CO2 wir denn da gebunden haben. Die CO2-Entnahme aus der Luft funktioniert nur, wenn gleichzeitig die Emissionen reduziert werden. Und das heißt 90%. Denn wenn wir nur auf die CO2-Entnahme setzen, dann sieht die Emissionskurve in etwa so aus. Und wir emittieren fröhlich weiter. Wir haben irgendwann Peak Emissions erreicht. Und unsere Emissionen werden zwar sinken bis zum Ende des Jahrhunderts, aber wir werden trotzdem noch eine positive Bilanz haben. Das heißt, die Erwärmung geht weiter und die Klimakrise eskaliert weiter. Wir landen bei 3, 4, was auch immer Grad. Wenn man CO2 der Atmosphäre entnimmt, muss es verlässlich sein. Es muss eine unabhängige Regulierung geben. Und wir sollten vielleicht auch mal klären, wer für den Scheiß bezahlt. Dann ist alles, was wir Menschen tun, hat eine Auswirkung auf die Umwelt. Sei es, ob wir einen Baum pflanzen oder ob wir Bäume im Boden versenken oder was auch immer. Wir müssen also genau wissen, was wir dort tun. Es ist ressourcengebunden. Die einen brauchen viel Wasser, die anderen brauchen viel Energie. Das heißt, das ist eventuell ein Bottleneck in der Zukunft. Wir brauchen eine gesellschaftliche Akzeptanz und vor allen Dingen eine breite Front gegen Desinformation. Deswegen stehe ich auch hier so. Und wir brauchen vor allen Dingen eine aufgeklärte Gesellschaft, also ich brauche euch, damit das nicht missbraucht wird von Politik und Ölfirmen. Ölfirmen fangen bereits an, sich mit großen Summen in dieses Business einzukaufen, also in die CO2-Entfernung. Und in der Politik wird gerne argumentiert, wir können ja einfach so weitermachen wie zuvor. Vor allen Dingen FDP und CDU können das sehr gut. Und sie versprechen ihren Wählern, dass alles bleibt, wie es ist, denn wir haben ja die passenden Technologien, um das alles abzuwenden. Und das ist völliger Bullshit.
ich komme zum Ende. Wir können jetzt noch ein bisschen diskutieren. Mir wäre es lieb, wenn wir uns auf vier kleine Dinge einigen. Erstens, der Einsatz von negativen Emissionen ist kein Ersatz für Emissionsreduktion und sie sind wirkungslos, wenn wir nicht die Emissionen um 90% reduzieren. Negative Emissionen sollten natürlich nur dann eingesetzt werden, wenn die Emissionen nicht anderweitig vermeidbar sind. Das heißt, nach Malle zu fliegen ist keine Emission, die ich damit ausgleichen sollte. Und zur Lösung der Klimakrise braucht es viele verschiedene Teile. Das ist eine Sache von sehr, sehr vielen. Das ist quasi der Wischmopp, der in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die restlichen Emissionen wegputzt. Alles andere, das müssen wir als Menschheit und Gesellschaft selbst an die Hand nehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe hier noch zwei QR-Codes. Das eine ist eine queere Love-Story zwischen The Rock und SpongeBob, wie sie die Welt retten und CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Und das andere ist der State of CDR. Das heißt, das ist der aktuelle Stand der CO2-Entfernung aus der Atmosphäre. Dankeschön. Glücklicherweise haben wir noch etwas Zeit für eine angeregte Diskussion und Fragen. Menschen, die jetzt hier im Saal Fragen stellen wollen, gehen bitte zu den Mikrofonen hier vorne, 1 und 2, sowie da hinten 3 und 4. Und bis dahin gibt es von den Signal Angels eine Frage. Aus dem Internet gibt es keine Frage. Wer Fragen stellen möchte, nutze im Fediverse den Hashtag 37C31. 1 ausgeschrieben, EINS. Mikrofon Nummer 1, bitte eine kurze Frage. Sind wir uns sicher, dass die Erhöhung des Hydrogencarbonatkonzentration im Ozean ein Problem ist oder nicht? Um den gesamten Ausstoß an Kohlenstoff durch die Klimakrise im Ozean zu speichern, wird die Konzentration an Hydrogencarbonat so wenig steigen, dass das noch unter den Messfehler fällt. Das aber nur, wenn das wirklich im kompletten Meer durchmischt ist. Es wird eifrig daran geforscht, zum Beispiel am Geomar, aber auch am Alfred-Wegener-Institut, was die Erhöhung von Hydrogencarbonat auf verschiedene marine Organismen anstellt. Ja. Herzlichen Dank. Mikrofon 4. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag. Ich fand das sehr spannend, aber ich muss sagen, sowohl ich als auch wahrscheinlich die meisten, die hier sind, haben nicht so viel Ahnung von Chemie, sondern eher mehr von Informatik. Das heißt, meine Frage wäre, was kann man als Informatiker tun, um bei so einem Projekt vielleicht mitzuwirken? Es gibt das Problem, dass entferntes CO2 gerne doppelt und dreifach gerechnet wird zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung von Informatik, deswegen kann das jetzt auch falsch sein. Es wird gerne mal in den Raum geworfen, sowas wie Blockchain-Technologie, um jede einzelne Tonne CO2, die man entfernt hat, auch, dass sie einen individuellen Stempel bekommt und dass sie nicht noch ein zweites, drittes Mal irgendwo verkauft wird. Ansonsten das Ganze rund um Zertifizierung, um das Sicherstellen, dass dieser Markt, und es wird ein Markt sein, denn ich habe keine Millionen Euro, um Basaltgestein irgendwo hinzustreuen, diese ganze Sicherstellung, dass Kohlenstoffströme richtig gerechnet werden und so, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, informatiktechnisch. Herzlichen Dank. Gibt es aus dem Internet von der Signal inzwischen eine Frage? Dann nehmen wir Mikrofon Nummer 2, bitte eine kurze Frage. Hallo, wie sieht es mit der Energiebilanz bei deinen Verfahren aus? Grundsätzlich muss ein Lifecycle Assessment gemacht werden. Das heißt, wir müssen schauen, wie viel emittieren wir im Prozess, zum Beispiel im Gesteinsbruch und im Mahlen des Gesteins, das Ausbringen, und wie viel CO2 nehmen wir dazu wieder zurück. Und da wird natürlich auch berücksichtigt, wie viel Energie haben wir dadurch verschwendet. Nur, wenn die Bilanz negativ ist, können wir das auch als negative Emission deklarieren. Es gibt eine Stiftung, die hat beim Gesteinsverwitterung diese Rechnung gemacht mit einem Feldversuch und die kommen auf eine negative Bilanz und haben dann pro Tonne CO2 netto, die sie aus der Atmosphäre entzogen haben, einen Preis von etwa 240 Euro errechnet. Das ist aber noch ein Pilotprojekt. Dankeschön. Mikrofon Nummer 3, bitte eine kurze Frage. Gut, dann mache ich es kurz. Ich habe eine Frage zu einer konkreten Folie, die du hattest, und zwar die Folie Nummer 14. Könntest du da eine konkrete Quelle nennen?
Ja. Gut, während wir die Folie aufrufen, können wir ja vielleicht schon mal ganz kurz das Mikrofon Nummer 1 mit einer super kurzen Frage hören. Wir scrollen hier kurz durch und bis dahin Mikrofon Nummer 1 bitte. Genau, bei mir geht es um Nature-Based Solutions. Die werden im IPCC-Bericht aufgeführt. Mich würde interessieren, Maria, ob deine Lösungen in diese Kategorie NBS fallen. Okay, bevor wir dazu die Antwort hören, um die Verwirrung vollständig zu machen, die Frage nach der Quelle von Slide 14 zuerst. Dazu gibt es keine Quelle, das habe ich selber gemacht. Also, Maria ist die Quelle. Kleinen Applaus. Also ich. Okay. Das ist einfach nur das Konzept veranschaulicht. Okay, cool. Jetzt die Nature-Based Solutions im IPCC-Report von Mikrofon. Im IPCC-Report wird nicht mehr Nature-Based und Tech-Based unterschieden. Es wird in biologisch, geochemisch und elektrochemisch unterschieden, so wie ich das gemacht habe, weil wenn ich zum Beispiel mit einem Traktor oder mit einem Bagger Basalt abbaue und das zu pulverisiere und dann mit dem Trecker auf den Boden, auf den Acker auftrage, ist das eine technische Lösung. Aber die Gesteinsverwitterung, die im Boden stattfindet, das ist ein natürlicher Prozess, lässt sich nicht aufhalten. Das heißt, wir vermischen ganz stark Technologie und Natur miteinander. Wir helfen mit technischen Mitteln, bestimmte Dinge zu ermöglichen oder zu beschleunigen. Und weitestgehend werden aber gerade, also biologisch und geochemisch, die Prozesse sind rein natürlich. Und deswegen kehrt man ab von Natur- und Ingenieurs- oder technologisch basierten Sachen. Genau. Also ich würde sagen, es ist natürlich, aber wir helfen natürlich nach, indem wir das Gestein pulverisieren. Wir haben noch wenige Minuten, wahrscheinlich ausreichend für 2, vielleicht 3 Fragen. Deswegen Mikrofon 1, je kürzer, desto mehr Fragen kommen noch dran. Okay, ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich möchte auch gerne noch mal mehr wissen über die Themen Umweltauswirkungen, Ressourcenverbrauch. Wie viel Berge müssen wir jetzt eigentlich klein malen, um da irgendeinen relevanten Effekt fürs Klima zu erzielen? Gestein haben wir genug. Das Problem ist, dass es halt, dass da vielleicht Häuser draufstehen. Dieses Problem haben wir aber auch, wenn wir aufforsten. Es ist auch ein Problem, dass durch Aufforstungsprojekte Menschen vertrieben werden von Land, weil das eben auch Fläche verbraucht, das darf man nicht vergessen. Wir haben genug Gestein, wir haben vor allen Dingen genug Ozean, um das darin zu speichern. Die Ressourcen sind da, sie sind aber nicht auf jetzt und gleich abrufbar. Alles, was wir tun, hat Umweltauswirkungen und wir müssen hier Birnen mit Äpfeln vergleichen. Lassen wir die Klimakrise weiter eskalieren und nehmen wir diese Schäden in Kauf oder nehmen wir die Schäden in Kauf, die entstehen, wenn wir Gestein abbauen oder Biomasse zu Pflanzenkohle verkohlen und so weiter und so fort. Das ist sehr schwierig, aber es gibt zum Glück in Deutschland einen Forschungsverbund, der heißt CDR Terra und die beschäftigen sich mit den gesellschaftlichen und Umweltauswirkungen zu diesem Thema. Okay, und dann haben wir noch eine Frage aus dem Internet. Der Signal Angel, bitte. Um eine von den hier beschriebenen Lösungen im globalen Maßstab umzusetzen, wie viel Energie wäre dafür eigentlich nötig, so im Prozent des Gesamtenergieverbrauchs der Menschheit? Das ist, die Frage kann ich nicht beantworten, weil es je nach Methode ganz unterschiedlich ist. Also Direct Air Capture kostet extrem viel Energie, deswegen steht die Anlage auch auf Island. Basalt zu verpulverisieren oder Pflanzenkohle herzustellen, verbraucht wenig Energie. Vor allen Dingen Pflanzenkohle produziert sogar zusätzliche Energie. Also das wäre ein Prozess, der sich sogar positiv auswirkt. Das heißt, es kommt auf die Methode drauf an. Okay, Alternativkarriere Köhler. Ja. Mikrofon 2. Hi, danke für den Vortrag. Meine Frage wäre, gibt es ein Optimum-Ziel des CO2-Haushalts? Also wenn wir jetzt das natürlich schaffen, dass wir einen Negativ-Haushalt bekommen, gibt es da einen festen Wert, auf den wir dann anstreben in Zukunft? Wir kommen von 280 ppm, wir sind jetzt bei 420 ppm in der Luft. Und wenn man in die Erdgeschichte zurückschaut, wann ist zum Beispiel der grönländische Eisschild kollabiert, dann sind 380, 360 solche Zahlen, die häufiger in den Raum geworfen werden. Sicher sein kann man sich natürlich nie. Es kann auch sein, dass wir jetzt schon irreversible Schäden haben in verschiedenen Kipppunkten oder Kippelementen dieser Erde. Aber also unter 380 sollte es auf jeden Fall sein, meiner Meinung nach. Okay, herzlichen Dank für diese angeregte und wilde Diskussion. Bitte einen großen Applaus für Maria Elena Vorrath.